Einen wunderschönen Freitag, guten Abend. Oder wann auch immer Sie den Film sehen. Ich mache Ihnen um 20:16 Uhr am Freitag, den 21. August. Und in diesem kleinen Clip geht es wie üblich um den DAX. Wieder eine Woche rum, wieder echt nur Nerven und Zeit verloren. Ja, da sind ein paar Bewegungen drin und die sind auch schnell, aber die kommen teilweise so aus der Hüfte geschossen. Das kann man, also ich kann das teilweise nicht sehen. Ich bin nach wie vor nicht im Index drinne. Ich bin viel mehr in den Einzelwerten, aber auch da wird es momentan nicht leicht. Ja, wenn dann irgendwelche Trumpschen Äußerungen kommen, wie, was war das, der Dienstag, dann ist das natürlich hier super schwierig, gar keine Frage. Schauen wir uns das mal an hier. Wir haben nach wie vor, wenn wir diese beiden Kerzen hier mal auslassen, vom 1.6. an die Seitwärtsbewegung von 12.000 bis 13.300. Mehr ist es nicht. Wow. So, jetzt sind wir gerade eben bei 12.770. Wir waren heute auch schon deutlich tiefer. 12.630 war, glaube ich, das Low. Auffallend tut mir. Das Band wird immer enger. Wirklich eng. Und die gleitenden Durchschnitte haben keine Aussage. MACD, keine Aussage. Stochastik weiter nach unten gerichtet. Aber die fällt natürlich momentan stärker, als es der Markt tut, ja, weil es ist einfach eine mathematische Geschichte. Wenn ich mir das so anschaue, ich bin nach wie vor der Meinung, die Bewegung wird kommen. Aber seit 2 Wochen erwarte ich die schon und ich bin überrascht, dass wir hier fast 3 Monate lang seitwärts verharren. Ich finde, das ist schon eine arg lange Zeit, gar keine Frage. Was mache ich? Ich nehme jetzt, ich rechne nach wie vor mit einer Bewegung, die jetzt irgendwann kommen wird. Entweder knallen wir nach oben raus, die Chancen achte ich für geringer, oder wir ziehen endlich mal nach unten durch. Das glaube ich eher. Aber diese Punkte sind entscheidend. Ich mache ins Fadenkreuz rein, da sind wir hier bei 13.356 und wir sind hier unten im Extremfall an der 200-Tage-Linie 12.190. Ich nehme heute Scheine, die wesentlich enger sind. Ich rechne täglich mit einem Ausbruch nach oben oder unten. Und für heute habe ich mir diesen hier ausgesucht, 12.233. Das ist ein Open-End-Schein. 12.233. Damit sind wir ungefähr 50 Punkte unter dem unteren Band. Den werde ich in dem Moment stoppen, in dem wir hier sind, im Bereich 12.260 sind. Das ist einer, den ich haben will, wenn wir wirklich mal erstmal das obere Band knacken mit Schlusskurs oder vielleicht, woher auch immer das kommen soll, die 13.349, 13.349 oder 50. Und das muss mit mindestens 15 Punkten Abstand geschehen. Für Daytrader ist der Markt okay, für Langfristanleger, zumindest im Index, relativ schwierig. Der eben angesprochene Schein ist ein 12.233er von Goldman mit der Kennnummer GC8. 4WZ. Der hat im Moment einen Hebel von 24. Das ist keine kleine Pille-Palle-Option. Nichts mit Kindergarten. Ne? Das ist schon mal ein ordentlicher Hebel. Und wenn ich jetzt meinen Short reingehe, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann den Short hinter das obere Band legen oder die Basis 13.169. Da müssen Sie aber vom Schirm sitzen. Sage ich ganz klar. Das ist ebenfalls so ein rund 24er Hebel. Und da bietet sich der hier an, 13.295. Der hat auch noch genügend Sicherheitsabstand, um sich stoppen zu lassen. 24er Hebel, das ist die Kennnummer GC9DKG. Ich rechne eigentlich täglich mit Bruch nach oben oder unten und deswegen muss ich keine Option suchen, die hier oben irgendwo der Put ist oder hier unten irgendwo der Call. Ich möchte möglichst nah dran sein. Also den Move, der jetzt näher und näher kommt, den möchte ich möglichst nah begleiten. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.